Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr mit eingeschaltet habt. Beim letzten Mal haben wir den Hitzeorden von Flavia errungen und heute haben wir ein paar Besorgungsaufträge zu erledigen. Außerdem dürfen wir jetzt inzwischen in die Wüste. Wir haben das Wüstenglas von unserem Freund Brix bekommen. Dass es uns ermöglicht, die Wüste zu durchqueren, und in dieser tollen Wüste dürfen wir ein Pokémon fangen. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Wahrscheinlich wie den Rest dieses Nuzlockes über einfach schlechte Pokémon. Aber nun, wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, nicht wahr? So, ich habe das jetzt schon aktiviert, ne? Ja, auch stimmt, hier sind auch ein paar Trainer, mit denen wir trainieren können. Ich weiß nicht, warum ich so komisch rede. Das Wüstenglas steht dir gut, aber ich bin sicher, mir steht es besser. Wir entscheiden das besser in einem Kampf. Wenn du keins hast, wie bist du denn überhaupt hier? Dann, du müsstest doch selber eins haben. Isidor. Okay, das klingt wie ein Name aus Herr der Ringe. Das ist doch bestimmt so eine Stadt irgendwo da in Asgard. Nee, das war was anderes. Man merkt gar nicht, dass ich nur einmal Herr der Ringe gesehen habe. Asgard ist von Thor. Wie heißt denn diese Welt da von Tolkien? Keine Ahnung. I don't know. Die I don't know Welt. Mittelerde. Mittelerde ist mir noch eingefallen. Das Isidor klingt wie ein Ort in Mittelerde. Ich habe auch die erste Staffel von diesem Ringe der Macht gesehen. Muss ich zugeben. Ich wurde gezwungen. Oh, kann ich nichts weiter zu sagen. Diese Geschichte hat keine Moral. So ist es manchmal bei mir. So kennt ihr mich. Ah, Lapis, wenn ich mich nicht recht erinnere, hatten wir das im letzten Nuzlocke Pokémon. Hat es mich Pokémon gekostet, der Kampf mit Alabis. Weil ich vergessen habe, dass es auch Elektro-Attacken kann. Ja. War dumm. Welches Pokémon hätte ich gegen Alabis eingesetzt, wo ich was schwach gegen Elektro, aber stark gegen Wasser ist? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war recht gegen Ende. Das ist jetzt ein Nuzlocke. Aber nun. Das waren ziemlich viele EP. Respekt. Isidor. Das Wüstenglas hat meine Sicht eingeschränkt. Also hat er eins. Aber er kann damit schlecht gucken. Natürlich auch dramatisch. 450. Boah, die brauchen so viel Level. Die Musik ist witzig, oder? Kommt es mir so vor. Ich habe gehört, dass man in der Wüste Fossilien finden kann. Aber wo? Ja, aber wo denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß so, ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass es mit diesem Fahrradweg da zu tun hat. Heidi, die hat sich in die Wüste verirrt. In die Bürste verirrt. Ich bin manchmal so kurz davor, mich zu versprechen. Es tut mir leid, ich habe nicht so gut geschlafen die letzten zwei Nächte. Was damit zusammenhängt, dass es immer noch der 31. Dezember schon seit drei Tagen hier böllern die ganze Nacht. Oh, und ich dann auch irgendwann Opax reingemacht habe, weil wirklich, wenn du so kurz vorm Einschlafen bist und dann knallst du so richtig laut vor deinem Fenster, du kriegst einen halben Herzinfarkt. Ist halt einfach so. Oder ich werde einfach alt, weil ich bin irgendwie so immer um 23.30 Uhr ins Bett gegangen und um 8 Uhr aufgewacht. Das ist eigentlich zu früh für mich. Also bei mir sind mindestens 9,5 Stunden Schlaf, wenn ich entspannt bin. Und es ging halt einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, du hast viel zu tun, stehst du früher auf, machst noch einen Mittagsschlaf. Und dann auch nicht. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich kann nicht mehr schlafen. Und das ist eigentlich mein Asset gewesen. Das konnte ich immer am besten. Ich habe übrigens eine Häkelanleitung zu Anton. Sehr schwierig, diese zwei verschiedenen Gelbtöne zu treffen. Ich war in Gedanken bei den Fossilien. So ist das manchmal. Das ist fast so Jahrmarktsmusik, finde ich.
Aha. Hatte ich doch den richtigen Riecher. Ja, welches Item ist es denn? Muss es mir schon sagen. Übernahme. Das ist wieder so eine Attacke, die hat schon wieder so Sonderkonditionen. Das ist schon wieder nicht cool. Jetzt treffen wir endlich jemanden. Wie heißt denn diese Route? Hat sich das jemand gemerkt? Ganz im Ernst, ist das die Wüste? Ich müsste jetzt nachschauen. Ich muss es ja in meine Liste eintragen. Oder ist es einfach Route 111? Huch! Sorry. Wenn man gleichzeitig versucht, auf PokéWiki was nachzuschauen. Wie heißt diese Stadt hier? Öden. Grafikport, Malm, Frobert-Lavestadt. Weitere Orte. Wüste. Wüstenturm. Wüstentunnel. Wüstenruine. Nee, einfach normal. Wüste normal. Wie sind Demografieangaben? In Floßbrunnen leben derzeit 20 Personen. Ich will doch nur die Routenanzahl. Route 111 oder was das ist. Ich guck mal Route 111. Wahrscheinlich kann ich das gar nicht fangen. Die Route 111 verbindet Malmfroh City mit Route 112 und 113. Das Besondere ist die Wüste. Aha. Meine ich, dass ich jetzt hier einen falschen Fehler mache. Pokémon zu fangen im Sand. Man kann auch angeln. Außerhalb der Wüste. Noch mehr Trainer. Südlicher Teil. Unterschiede zwischen Editionen. Im Unterschied zu Pokémon Rubin, Saphir gibt es in Pokémons Markt auf dieser Route den Wunderturm, den Trainerberg. Wüstenruine. Dritte Generation. Route 111 nördlich, Wüste 111 südlich. Nee. Freunde der Sonne, das ist die gleiche Route. Also meinen Recherchen nachzufolge, ist das kein extra Ort. Ich muss uns leider enttäuschen. Ich darf Mogelbaum nicht fangen. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es nicht ist, dann gehe ich nochmal zurück und fange nochmal eins. Aber meinen Recherchen nach, nicht. Hätte besser aufpassen müssen, als ich in die Route reingegangen bin. In die Wüste. Aber ich glaube, da hat sich nichts geändert. Das ist jetzt ein Downer. Ich dachte, jetzt kann ich hier ein Pokémon kriegen. Tja, gut. Aber ich habe auf 111 auch Singer gefangen. Und wenn ich jetzt Singer mit Mogelbaum vergleiche, haben wir da doch schon den besseren Deal gemacht, oder? Ich habe ja viele Routen irgendwie liegen lassen und gesagt, nee, da fange ich erst später ein Pokémon. Das ist irgendwie das Spiel, das... Ich gehe da später nochmal hin. Ich weiß nicht, Mogelbaum bin ich auch nicht so ein Fan von, muss ich sagen. Verwirrt mich irgendwie mit dem Gestein, Pflanzen, Wasser, weil... I don't know. Also er ist vom Typ Gestein, nicht vom Typ Pflanze. Aber er ist halt ein Baum. Hier gibt es eine Tür, aber die muss erst irgendwie aufgemacht werden. Da kann man dieses Regirock fangen. Seit 30 Jahren suche ich nach antiken Ruinen. Werde ich jetzt herausgefordert? Der wurde 30 Jahre lang nicht herausgefordert. Wow. Heftig. Oh, es ist ein Ruinenmaniac und er heißt Rüdiger. Ich liebe Alliterationen. Ruinenmaniac Rüdiger rührt rüstig in Reibsand. Ja, nun, was tun wir denn mit diesem Kollegen?
Boah, Disrespect. Meine Genauigkeit darf nicht reduziert werden. Ist so praktisch, ne? Normalerweise werden hier nur meine eigenen Pokémon von Sandsturm getroffen. Durchs Randomizen werden alle Pokémon getroffen. Das ist nur fair. Der tollwütige Hund hat mich gebissen. Ich habe ja früher nie Pokémon Spitznamen gegeben. In meinen normalen Durchläufen. Ich will jetzt eigentlich nicht mehr dahin zurück. Muss ich zugeben. Ich habe es nur fürs Nuzlocke gemacht, weil ich mal gelesen habe, du musst für die intensivere Bindung einen Spitznamen verteilen. Ich finde es jetzt im Vergleich, wenn du da jetzt liest, Magnaien. Und dann hast du Knecht. Wer ist cooler? Knecht. Ist ja klar. Ich weiß übrigens nicht mehr, warum ich den Knecht genannt habe. Um ehrlich zu sein. Ey, Knecht, jetzt komm. Das ist doch hier wirklich der seidene Lebensfaden. Jetzt tut's der Sandsturm am Ende wieder. Schämst du dich nicht, dass du dieses Pokémon nicht töten konntest? Der Sandsturm musst du es tun. Ich hoffe, er tut's auch. Ja. Das ist doch wirklich eine Trauer. Ein Trauerfall. Ich habe nach Ruinen, aber leider nicht nach starken Pokémon gesucht. Oh, Rüdiger. Das tut mir leid. Das ist eindeutig so Zirkusmusik. Aber sie wechselt auch gefühlt nach zwei Takten ihre Stimmung. Was soll der Geiz? Da benutzen wir doch einfach mal einen Supertrank. Es muss doch hier Items geben. Tut's auch. Magostbeere. Glaubt ihr, wir finden noch einen Meisterball? Wie beim letzten Mal. Die Wüste ist übrigens echt klein. Ich mache ein Picknick in der Wüste. Hier findet man überall Trainer. So kann ich hier auch Kämpfe genießen. Richtig geil. So die Picknickdecke wird so die ganze Zeit hochgeweht vom Sand. Alles ist sofort. Holst so ein Sandwich raus, sofort voller Sand. Richtig schöner Ort zum Picknicken. Oh mein Gott, wie sieht denn Raupi aus? What the fuck? Tut ihm nicht gut. Hat ihm nicht gut getan hier. Der Wechsel der Generationen. Gut, das ist natürlich auch ein pathetischer Versuch von dieser kleinen Raupe. Okay. Es geht los. 11.40 Uhr. Das war der erste. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich habe mich erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe. Wo der herkommt, gibt es noch viel mehr. Gut gekämpft. Ah, oh, Glücksfall kriegt jetzt mal Leute in seinem Kaliber. Das ist echt nicht so normal. Oh, dieser Samen sieht weird aus. Ich finde, die haben die wirklich verschandelt. Die Pokémon. So, aber falls hier auch nur ein bisschen die Gefahr läuft, ne, wir müssen immer bedenken, das geht hier nicht nur um Attacken, da kann immer noch mal der Sandsturm intervenieren. Okay, das sollte reichen. Ich finde, die hätten Sandsturm, die hätten Drachenwut nicht jedes Mal treffen lassen dürfen. Da, die hätten eine schwächere Genauigkeit dafür machen müssen, weil ich finde es schon echt stark. Persönlich. Och, du bist so gemein. Auch da frage ich mich wieder, wie ist es genau zu der 40 gekommen? Warum nicht 45? Warum nicht 50? Warum nicht 35? Warum genau 40? Falscher Knopf. Hier liegt irgendwo ein Item vergraben. Ah ja, und da liegt noch eins offen rum. Ich habe diesen Stein im Verdacht. Oh, ich will keine Briefe mehr finden. Wenn wenigstens nette Geschichten draufstehen würden. Aber nicht mal das. Oh, Oweia. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich versuch's.
Glücksfall, wenn du jemals von mir gehst, dann ist mein Herz gebrochen. Das hilft dir leider nicht. Weil egal wie hoch deine Verteidigung ist, Drachenwut macht immer 40 Schaden. Das eine Ei rechts oben, dem geht's auch gar nicht gut, ne? Das ist einfach schon so aufgeplatzt. Ich bin ja eine Motte. Okay, ich glaube, bei euch war es actually letzte Folge. Du musst bedenken, das ist ein entwickeltes Pokémon, ne? Wollen wir mal den Ball flach halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hört der Spaß auf. Aber es hat schon sehr geholfen. Das ist einfach immer noch die beste Technik, die Pokémon selber selber Pokémon besiegen zu lassen, ohne Hilfe von anderen. Wenn es ums EP-Farming geht. Aber das wisst ihr natürlich gerade schon. Next. Mit diesem Wüstenglas fühle ich mich wie ein Superheld. Im Moment kann mich einfach niemand besiegen. Das werden wir noch sehen. Ivan. Ivan, der Schreckliche. Das sieht aber auch wirklich unangenehm aus. Muss ich zugeben. I don't know. Ich hab das Gefühl, alle sind leicht brennbar bei mir. Ich sollte eine Feuerschutzversicherung abschließen. Ob es sowas gibt? In der Pokémon-Welt. Jetzt hier gehen wir mal von Pokémon, Detective Pikachu aus. Wenn du da... Was sagt deine Hausratsversicherung? Bei Schaden von Feuer-Pokémon verursacht. Also zum Beispiel meine Hausratsversicherung sagt, wenn der Brand vom Herd ausgeht, gibt es keine Entschädigung. Egal, was beschädigt ist. Oder nicht. Und was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast einen Mann da und setzt deine Bude in Brand? Da würde ich als Versicherung sagen, nee, sorry. Haben sie selber. Ist ihre eigene Schuld. Da hätten sie auch einfach einen Dratini kaufen können. Okay, das ist ein Pokémon, kein guter Vergleich. Sie hätten, weil die kaufen. Pokémon kauft man nicht, die erkämpft man sich. Den Respekt muss man sich erst verdienen. Dann sagen wir, man hätte auch stattdessen einen Garbrador sich besorgen können. Der hätte kein Feuer gelegt. Gut, was du dann irgendwann mit dem Garados anfängst, das ist ein anderes Thema. Dafür bin ich nicht zuständig. Sagt der Versicherungsmakler dann. So, du so richtig verzweifelt. Aber was hätte ich denn machen sollen, wenn sich das Garbador entwickelt hätte? Okay, was willst du mit dem ausentwickelten Glurak? Das ist auch kein Argument. In dem Sinne. Es ist schwierig. Die Welt muss ethisch ein paar andere Entscheidungen treffen, auf jeden Fall. Ultragaria. Wir sind schon wieder beide. Level 25. Ach, ich dachte immer, ich bin immer verwirrt. Knofensa, Ultragaria oder ist es die Ausentwicklung? Wie heißt denn die letzte? Wenn das Ultra klingt, doch Ultra. Ultra heftig einfach. Falsch. Knofensa. Und dann kommt... Nee, Gehirn ist leer. Knofensa. Ja, und irgendwann... Also Ultragaria ist schon die letzte, aber die sieht in diesem Sprite einfach so ungefährlich aus. Falscher Eindruck. Der tut nur so, als ob der unschuldig wäre. Ja, mit dem Brandfall, ne? Versicherungsfall. Es ist bei mir jetzt ein Schaden aufgetreten. Ich habe seit 2 Jahren eine Haushaltsversicherung. Und natürlicherweise wollen die
Rechnungen von allem haben. Wo ein Schaden entstanden ist. Und ich so, ja, habe ich eine Rechnung von irgendwas oder wie? Und dann bin ich in mich gegangen, weil ich bin natürlich auch Opfer meiner Generation. Und ich gehe natürlich bei kaum irgendwelchen Sachen in einen Laden und kaufe irgendwas, sondern ich bestelle eigentlich alles, was ich besitze, längerfristig übers Internet. Und betroffen von diesem Schadensfall sind unter anderem meine Bücher und meine Manga-Sammlung, die jetzt nicht krass umfänglich ist, aber die Versicherung ist verpflichtet, dir beim Schadensfall, also nicht jede Versicherung, aber meine, den Neubeschaffungswert der Gegenstände zu erstatten. Und nun, sie dachten wahrscheinlich, ich habe einfach keine Rechnung von nix und da wird schon nicht so viel zusammenkommen. Aber da haben sie nicht mit Generation Digital Native gerechnet, denn ich habe wirklich fast von allem bis 2015 bei Amazon und bei Thalia Rechnungen von diesen Büchern, die ich gekauft habe. Und ich habe das alles in eine Excel-Tabelle gepackt und ausrechnen lassen, wie viel das ist. Und wir reden hier wirklich, Manga sind nicht teurer als 7 Euro pro Stück. Es ist aber so viel, dass ich einfach 1700 Euro Neuwert Bücher beschädigt habe. Und ich habe angegeben, als ich den Schaden aufgegeben habe, 450 Euro. Und damit hätte ich mich zufrieden gegeben. Da hätte ich gesagt, Hand drauf, Deal. Aber sie wollten ja die Rechnungen haben. Und ich habe ihnen die Rechnung gegeben. Jetzt ist es ihre Schuld. Es ist ein Wurzelfossil. Hier wird nicht gesagt, welches Pokémon ist. Wir haben Wurzelfossil und Klauenfossil. Ich glaube, also ich müsste jetzt wirklich cheaten. Also ich müsste, also nicht cheaten, ich müsste jetzt nachschauen, welches Pokémon ist. Oder wir machen das spontan. Ich kann echt nicht mehr sagen. Meistens ist es irgendwie Ammonitas und Aeodactyl oder es ist dieses Lilip und dieses Amorit, Amorant-Viech, Wurzel und Klaue. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, es ist dieses Anorit-Ding. Dann würde ich das Wurzelfossil nehmen, in der Hoffnung, Lilip damit zu bekommen, aber ich weiß es wirklich nicht. Tja, und auf jeden Fall fühle ich mich jetzt hart schlecht in dieser Versicherung. Ich war so, Leute, das sind Bücher, die habe ich 2015 gekauft. Und das Problem ist, Bücher verlieren ja in dem Sinne, dadurch, dass sie diese Buchpreisbindung haben, werden die ja nicht günstiger. Zum Beispiel sind da meine allen 10 Bände von Lied und das Lied von Eis und Feuer mit beschädigt worden. Und die sind einfach 18 Euro pro Stück. Das sind 10 Bände, das sind schon 180 Euro. Also, wie gesagt, ich hätte mich mit weit weniger zufrieden gegeben. Ich habe jetzt keine Ahnung, was damit passieren wird. Wahrscheinlich werden die sagen, das müssen wir jetzt erstmal uns angucken, dann müssen die vorbeikommen, weil die das nicht glauben können, dass ich für all diese Bücher noch Rechnungen habe. Aber so ist das im digitalen Zeitalter. Kann man nichts machen. Allerdings habe ich auch von einigen Sachen keine Rechnung. Zum Beispiel von meinem Reisekoffer, der auch nicht gerade günstig war. So. Wo können wir denn hier hinfahren? Ach, das ist einfach eine Abkürzung? Lame. Ich dachte, hier gibt's irgendwas. Nix gibt's hier. Gar nichts. Nur diese tollen Orte für seine eigene Basis. Na gut. Ich trainiere ganz individuell. Ich fordere alle Trainer, die ich sehe, heraus. Und das gleiche ist, da waren auch Klamotten und Schuhe mit dabei. Alles Mango online bestellt. Rechnung, bitteschön. Oh nee, was ist denn das jetzt für ein Downer hier? Das kann auf jeden Fall, aber sowas von Explosion, Finale, whatever. Ich muss immer Knecht vorschicken jetzt. Knecht hat schon so einige weggetankt. Oh, Eissturm. Ja, scheiße. Der ist natürlich schwach gegen Eis. Oder auch nicht. Nur wenn du es nicht tust, tue ich es. Ich verstehe auch nicht, warum der Level 19 ist, muss ich zugeben. Es ist auf jeden Fall das erste Mal in meinem Leben, dass ich Kontakt mit irgendeiner Versicherung habe. Ich habe auch eine Heidenangst. Muss ich zugeben.
die haben mir geschrieben, ja, schicken Sie uns eine Liste mit der Rechnung für alle Dinge, die beschädigt wurden. Schicken Sie uns aussagekräftige Fotos. Schicken Sie uns eine Bestätigung von der Hausverwaltung. Solche Dinge. Und ich bin einfach nur, bitte, ich will nicht ins Gefängnis. Ich sag nur, wie es ist. So. Boah. Volltreffer. Knecht hat es mal wieder geregelt. Zwar ohne Explosion, aber trotzdem. Puh. Ich gebe auf, ich gebe auf. Schön. Kein einziges Item. Das ist so ein Verlust einfach. Das lohnt sich gar nicht. Und ich dachte, ich kriege jetzt was richtig Geiles. Mann. Und jetzt muss ich wieder durch diese Route der Hölle da gehen. Das ist ja nicht mal so, dass man über die komplette Wüste fahren kann. Jetzt kommt die Route der Hölle wieder mit der Spawnrate des Todes. Bis ich dann irgendwann mal hoffentlich meinem Pokémon eine Attacke beibringen kann. Absteigen. Aber hey, dann sammeln wir wenigstens noch ein bisschen Asche. Ich hab's gesagt. Spawnrate der Hölle. Der Kollege wieder am Start. Jetzt war nur noch Level 15, aber... Boah, nee, das mach ich nicht. Nee. Ich hatte gerade überlegt, aber nee. Nee, das mache ich einfach nicht. Kannst du vergessen. Kann sein, dass der nur 42 EP hat. Ist mir, KP hat. Ist mir egal. Der soll mir fernbleiben. Aber schau, wie weit wir gekommen sind. Damals waren wir noch Level 15. Oder in dem Dreh. Jetzt sind wir Level 30. Es ist so langwierig, sich in Pokémon zu bewegen, wenn man nicht fliegen kann. Es ist einfach heftig. Es dauert ewig und drei Tage. Ich war gerade so, habe ich den Pokémon geheilt? Ja, habe ich. Oh, da liegt ja noch ein Pokéball. Was habe ich denn mit dem gemacht? Das ist wirklich die Route der Hölle hier. Ich finde es ganz furchtbar. Nachdem wir herausgefunden haben, was das für krasse Statuswerte hat. Sofort austauschen. Ach, das ist wieder die Ich-gehe-freiwillig-Geschichte. Aber wahrscheinlich macht es irgendwie so die Attacken oder die Werte auf die gleiche Stufe oder so. Wie das Pokémon. Klar, der fliegt ja auch noch rum. Warte mal, wen haben wir hier getroffen? Lass mich raten. Miltang war es, glaube ich. Toll. Total toll. Mhm. All das hätten wir haben können. Nix haben wir bekommen. Ich glaube, Zapdos haben wir noch nicht gesehen. Wir hatten diese eine Folge, wo wir Arctos und Lavados gesehen haben. Zapdos fehlt noch auf der Liste. Mein nächsten Nuzlocke mache ich. Eine Strichliste mit allen Legendaries, die wir schon getroffen haben. Und die noch fehlen. Zur Vollendung. Ach komm. Uncool. Heilige Mutter. Mann. Es macht mich wahnsinnig. Okay, Gold King, das kriegen wir hin, ne? Glücksfall, das kriegst du hin. Also letztes Mal hier war es, konntest du noch keine Drachenpunkte. Jetzt kannst du. Zeig ihm, was ein wütender Drache ist. Ich habe wahrscheinlich 40 Erfahrungspunkte. Meine Schätzung. Nein, 230. Ein Glück. Der Perlenbrief. Na, ein Glück sind wir hier nochmal den Umweg gegangen. Da freuen wir uns doch alle, oder?
Richtig, richtig gut. Und mit diesem tollen Fund, das ist übrigens der fünfte Brief in Folge, keine Ahnung, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Ich hoffe, ihr habt den Kanal abonniert. Dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge Pokémon online geht. Aktuell ist das immer Dienstag und Donnerstag um 17 Uhr. Und ihr könnt mich gerne mal live auf Twitch besuchen. twitch.tv/aufbau-anne. Wenn ihr da Hallo sagt, freue ich mich. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.